Nacht mit Lara Croft. Das wünschen sich viele. In diesem Fall wird es geschehen, denn es ist 2 Uhr. Und ich habe mich entschieden, nochmal den zweiten Teil anzuspielen. Ob es so lang wird wie der erste gestern, weiß ich nicht. Aber hier ist doch gleich eine ganz andere Stimme. Man sieht einen Bösewicht im Hintergrund. Nicht ich. Aber er hat... Wer ist es? Ich weiß es nicht. Ist es der Butler? Das würde ich verstehen. Nach den Geschehnissen, die passiert sind, glaube ich, die beiden haben noch ein, wie nennt man das in so edlen Kreisen, ein Hühnchen zu rupfen, sagt man ja nicht, weil keiner von denen hat jemals ein Hühnchen gerupft. Auch der Butler nicht, der trägt es jemandem auf. Und sie isst es. Also, wie sagt man dazu? Ich weiß es nicht. Ein Teeservice zerbrochen zwischen den beiden. Wie heißt das hier? Ja, mit den Pferden, wo man so drauf ist, mit dem langen Stock. Irgendwas damit. So, Polo, Pferdepolo. Okay, es geht los. Hallo Chat, tu mir das noch nicht an. Ey, wirklich, Hogan, leg dich hin. Schlaf gut, Mann. Wirklich, kein Problem. Ich fühl dich, geh pennen. Da, der geht auch pennen. Ist Nacht. Kracher. Gute Idee. Es ist schon Maximum laut. Da passiert einfach nicht viel. Das war auch schon immer so. Bin gespannt, wann es aufhört. Ich würde sagen, beim dritten Teil. Venedig. Ich bin sicher, die haben da irgendwo einen Landeplatz, oder? Nein, sie macht das schon richtig. Okay, es geht direkt los. Oh oh, oh oh. War da was für mich direkt? Ja. Ich muss erstmal wieder reinkommen. So. Ein, zwei Sachen sind ja vielleicht auch anders. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Kugeln funktionieren immer noch gut gegen den Berg Leoparden. Jetzt komm doch mal. Löwe einfach, ein Tiger, oder? Warum weiß ich das nicht? Wie die Esso-Tankstelle oder so. Nee, das... Nein, welche? Wer hat den Tiger? Das habe ich letzt... Da gab es die Tigerwäsche und keiner von uns wusste, warum haben die Tigerwäsche? Und dann fiel uns irgendwann auf, ach, die hatten mal einen Tiger. Aber welche war es nochmal? Nicht Shell. War es Esso? Ich weiß es nicht. Who cares? Das ist auf jeden Fall das Wappentier
von Kellogg's Frosties. Die wecken den Tiger in dir, außer hier. Okay, der ist nicht schlecht. Moment. Die wecken den Tiger in dir, außer hier. Oh, ich komme nicht hin, schade. Ich wollte nicht auf sie, ich wollte auf den blöden Tiger natürlich. Das wollt ihr doch sicher auch mal sehen. Ja, Mann. Die wecken den Tiger in dir, außer in mir. Ja, das mache ich morgens um 2. Ob ihr da seid oder nicht, das ist, was hier passiert. Ich muss sagen, ich gewöhne mich jetzt schon an diese geile, alte, leicht ruckelige Retro-Optik. Ich finde es fast schon gut, dass die leicht ruckelt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendwas haben die mit mir gemacht. Es ist so ein bisschen... Vielleicht ruckelt es hier auch anders als im ersten. Okay. Natürlich hier hoch. Und scheiß, die Steuerung ist immer noch frickelig. Und ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das nicht bemängelt hat, aber bemerkt hat, weil ich doch hier und da viel Kritik daran gelesen habe, aber auch immer in Kombination mit, ich finde es aber trotzdem geil. Irgendwie ist es halt auch, oh, irgendwie hat es was. Okay, ich glaube nicht mal, dass ich da unbedingt drauf muss, aber naja, es ist zumindest der höchste Platz. Oh. Oh. Ich muss es erst lernen. Wir machen mal was anderes. Nee, okay, das geht nicht. Okay, wir machen nochmal genau dasselbe. Es ist die Grafik. Ja, ja, man kann immer noch einen Knopf drücken, dass sie nur bis zur Kante läuft. Hier ist es... X oder ne, Kasten oder was auch immer ihr wollt. Aber die Kamera ist ein kleines Problem, wenn man ehrlich ist. Und über so Schrägen funktioniert es nicht so hundertprozentig. Und da traue ich dann nicht. Aber vielleicht doch richtig. Hier, ne, hier muss man schon eine gute Vorstellung haben, einfach so als Texturdesigner, als Grafiker in irgendeiner, in dem Fall, ne, der Spielefirma. Was sie damit aussagen wollten hiermit. Was soll denn das sein? Habt ihr da Referenzmaterial? Hast du mal ein Foto aus deinem Urlaub? Ah, okay, besser. Nehme ich hier so, ja, neben Wüstenkaktus von oben, von Google Earth, drüber gepuncht. Also da musst du echt schon, da brauchst du schon viel, ne, Vorstellungskraft. Aber das macht es irgendwie gerade so cool. Weil da sieht man immerhin, dass was gemacht wurde. Ja, vielleicht finde ich das auch nur so gut, weil ich so alt bin. Vielleicht da hoch und dann da hoch und da hoch. Ja, und dann darüber und dann rein. Okay, Moment. Alter! Einmal falsch gelaufen. Was geht denn mit dem Licht, du meinst? Im Spiel diese... Einfach das, was darunter strahlt, oder ist es irgendein, gibt es irgendeinen Lichtstrahl auf ein Geheimnis, was ich mir vielleicht näher angucken sollte? Weil da hinten kam ich her. Entschuldigung, da kam sie her. Oh, ich glaube gerade, das geht nicht mehr mit Quadrat. Doch, geht noch. Doch, geht. So. Und dann einfach X. Und das meine ich, die läuft los. Und du drückst und sie springt dann aber nicht. Und irgendwie scheint man dann wirklich Quadrat gedrückt halten zu müssen, damit sie nicht über den Rand springt, läuft. Beim Sprungversuch. So, ich mach's jetzt mal mit Quadrat. Okay, der Move war jetzt, weil ich Quadrat gedrückt gehalten habe. Das ist echt blöd. Aber das machen die immer. Das haben die beim ersten Jahr auch gemacht. Du kommst direkt am Anfang in so ein Räumchen, wo du ein bisschen was machen musst. Und das trennt oft schon die eine Gruppe von der anderen. Ich mach's mal so, wie ich machen würde. Okay. Und für solche Manöver ist das eigentlich ganz gut.
Und das meine ich, wenn ich jetzt, ich mache jetzt mal, ich bleibe bei X und drück nur A. Ja. Dann macht sie ja diesen komischen Dive Jump, der wirklich poserig ist, to the max, was ja irgendwie passt. Naja, aber das ist ja auch noch die arrogante Lara. Es gibt ja die spätere Lara, ist ja eine ganz andere. Das ist ja völlig aus der Zeit gefallen, jeweils, ne? In welcher Zeit man sich befindet. Ich glaube schon, dass ich da hoch muss. Sag mal Bescheid, wenn das Quatsch ist. Au! Birne voran mit breiten Armen gegen die Kante. Das ist wirklich eine gute Idee, um hier einfach irgendwo in der Wüste oder so zu verbluten. Keiner, selbst der Helikopter ist weg. Ich hätte den wenigstens in der Nähe. Okay. Vielleicht geht es auch nicht. Doch, da ist doch auch was. Dann geht es. Ich drück mal den rechten Stick rein. Da kann ich mich ein bisschen umgucken. Da kann ich auf jeden Fall hin. Also muss ich hier drüber kommen können. Und hier ist vielleicht eher ein Stück, wo ich rennen muss. Das ist sehr ärgerlich. Okay. Ich versuch's mal. Es ist nicht so einfach, wie es von eurer Seite in der Vorstellung, wie damals euer kindliches Selbst das gemacht hat, aussah. Ich drücke und dann werde ich einfach nur A drücken, oder? Warum springst du denn nicht mit A? Ich muss mal gerade testen. Ich hoffe, ihr seid genauso verwirrt wie ich. Okay, gibt es noch einen anderen Weg? Nein, das hatte schon dieses Blocksystem, das ist schon richtig. Ah, ja, hier geht's doch auch. Irgendwas ist. Vielleicht ist der Untergrund nicht ganz gerade und sie kann da nicht springen. Doch, kann sie auch. Dann habe ich es einfach falsch gemacht, verdammt. Ah, oh, endlich. Es ist ein bisschen frickelig, muss ich wirklich sagen. Wo ist denn der zweite Tiger? Ja. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ah, oh, sie kann doch nur den einen Move. Immerhin ist er zu seinem Kumpel. Also da muss man schon sagen, irgendwas ist doch schiefgelaufen, dass die beiden an derselben Stelle sterben. Irgendwie habt ihr beiden denselben Fehler gemacht. So als hättet ihr nur ein Programm, das ihr euch teilt. Achtung. Jetzt versuche ich mal einfach nur hier ranzuspringen. Speedrun! Nee. Jetzt hänge ich mit dem Kopf da drin fest. Heute nehme ich alles mit. Okay, da. Respawned, weil zu lange im Raum. Das könnte sein, aber irgendwie will ich es nicht glauben. Was mich ein bisschen irritiert, ist eigentlich, kann sie sich ja da auch festhalten, ne? Das hat jetzt auch noch nie so richtig geklappt. Oioioi. Es fängt genauso an, wie das letzte Mal aufgehört hat. Ich sehe schon, wie die ersten Leute Rage quitten. Auf YouTube. Ihr auf Twitch habt ein bisschen mehr Geduld. Ihr kennt das schon. Ihr seid vor allen Dingen um die Uhrzeit selbst einfach fertig mit Nerven. Aber der YouTuber, der kann das nicht. Alter, so. Mach das jetzt. Es ist echt komisch. Sie will den Sprung nicht so richtig machen. Vielleicht wechsle ich mal zur anderen Steuerung, die ist vielleicht hier besser, aber das wäre irgendwie auch komisch. Ja, gib ruhig damit an, während du den Sprung nicht hinkriegst. Ihr hört es vielleicht auch, es wird gehämmert. Wie wenn die Nachbarn das Fenster aufhaben zum Schlafzimmer. Jetzt Kamera, wir waren eben noch. Waren wir Freunde? Ich freue mich richtig, wenn ich das hinter mir habe. Jetzt, das sieht doch schon wie eine Falle aus. Ich steige hier so drauf, rutsche runter, muss dann abspringen, sonst rutsche ich wohin? Ah, ganz nach unten. Natürlich.
Und da denken die jungen Leute, getting over it und only up und only down und Team up down oder wie es heißt, die hätten es erfunden. Stimmt gar nicht. Da. Darauf ein wenig Energie. Warum, das muss ich auch mal ergründen. Wie kann man denn, sie kann den doch sicherlich auch besser. Einfach nur R2. Jetzt mal ernsthaft. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Ich bin jemand, ich trage nicht gern zweimal. Ich trage mir lieber das Kreuz kaputt beim Versuch, bei alles irgendwie beim ersten Mal zu tragen. Wenn ich jetzt drauf hüpfe und das ist schon besser. Oder wenn ich von oben springe, schaffe ich es nicht. Oder? Das denkt ihr auch. Schreibt es in den Chat, bis ihr es geschrieben habt, ist es schon passiert und zu spät. Es ist gar nicht so. Oh. Das war gemein, oder? Ihr habt gesehen, dass es voll gepasst hätte. Oh, ich hätte in den Chat gucken sollen. Speichern, schreiben sie. Verdammt, ihr habt recht, ja. Ich nehme die neue Einstellung, falls oder weil jemand gefragt hat. Jetzt rutscht sie wieder runter, aber kann ich denn nicht? Dreh dich doch einfach mal. Ja. Okay, das war völlig unnötig. Rutscht nicht direkt. Ah, oh, sie rutscht nicht direkt. Das ist gut. Ich brauche ein bisschen Anlauf. Okay. Es ist natürlich wie beim ersten Teil auch. Man gewöhnt sich so ein bisschen irgendwann dran. Aber am Anfang sieht es ganz furchtbar aus. Aber ich garantiere euch, wenn ihr jetzt skippt nach vorne. Entschuldigung, Live-Zuschauer. Wenn ihr jetzt skippt, dann wird es schon schnell besser. Okay. Ich hatte aber das Gefühl, dass man hier rutscht, aber man rutscht gar nicht. Das heißt, ich kann bis ganz nach vorne. Aber warum hat das dann nicht geklappt? Dann versuche ich es mal so. Genau. Was meint ihr? Kann sie sich da festhalten? Wir versuchen es. Wie habe ich das überhaupt geschafft? Ich habe keine Ahnung, wie das gerade passiert ist. Was ist denn los? Hä? Habt ihr das gesehen? What the fuck, ey? Das war ja wirklich, das war echt so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Oh, ich habe natürlich nicht gespeichert. Ja gut, dann muss ich jetzt die 3 Meter doch noch laufen. Das war ein wundervoller Delfinsprung. Falls ihr jetzt gerade reinkommen seid, hi, ich habe gerade angefangen, erste Sekunde im Spiel. Wir müssen offensichtlich hier hoch. Okay, kein Problem, kann ich. Oh, das ist wohl ein Tiger, wie an dieser Tankstelle. Nein! Habt ihr gesehen, wie die Kamera mich einfach wegschubsen will? Die Kamera ist wirklich Lakitu, wenn sie keinen Bock mehr hat und schon 5 Schachteln Kippen geraucht hat. Dann macht Lakitu so einen Scheiß wie hier. Hey, Lakitu, was ist los? Warum hast du so schlechte Laune? Oh, ich muss ja bei Tomb Raider, muss ich die Kamera machen. Einen von deinen Kippen. Aber du hast doch gerade schon 5 Schachteln Stangen geraucht. Lakitu, warum rauchst du überhaupt so viel? Warum hast du immer so eine Qualmwolke um dich rum? Sieht aus, als. Entschuldigung, ich bin gerade völlig woanders. Okay. Jetzt passiert's. Es ist nicht mein Spiel. Ja, dann springe ich halt einfach mal von hier mit Anlauf, oder? Oh Gott, es ist so einfach gewesen. Oh Gott, es ist Zeit hierfür. Es ist wirklich Zeit hierfür. Mein Name ist Super Idiot. Mein. Aber wir haben es ja geschafft.
nicht ganz. Okay, also vielleicht. Man könnte natürlich jetzt denken, ja, vielleicht wenn du das Wasser erhöhst oder so, aber nee, das hat hierauf ja keinen Einfluss. Gibt es da noch einen anderen Weg hin? Lucky Two. Da sind wir reingekommen. Hier unten ist nur Wasser. Links ist offensichtlich irgendeine Art von Tür. Oh, könnte es was zum Ziehen sein? Das wäre ja nicht schlecht. Dreck, Anführungszeichen, Pyramide. Nee, nichts davon. Okay. Ah, speichern ist eine sehr gute Idee. Gleich danach! Ich kann es nicht glauben, dass das nicht klappen soll. Na okay, das war ein bisschen zu spät. Wir bleiben jetzt hier in der Klasse und üben das, bis es auch der Letzte verstanden hat. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, ich glaube, der Tipp mit an die Kante gehen ist an sich nicht schlecht, aber ich glaube, dass sie, wenn sie rennt, noch mal mehr macht. Achtung! Ne, seht ihr? Man muss rennen im Leben. Sonst holt einen der Tod ein. Jetzt! Pyramide. Na also, Miss Croft. Von unserer Seite sah das so aus, als ob sie da vielleicht 5 bis 6 Mal auch ganz gerne selbst reingesprungen sind, weil sie es halt ganz gut finden. Wenn man sie so sieht. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich bin Lara Croft, ich habe es nicht nötig, angegafft zu werden. Wenn ich nass werde, werde ich eben nass. Glauben Sie, das ist nice, das ist altes Brackwasser. Voller Salamander-Scheiße ist da drin und so. Miss Croft, wir haben es gesehen, es war kristallblaues, man könnte sagen azurblaues Wasser in diesem Teich. In diesem Pool, möchte man fast sagen. Au. Da habe ich natürlich keinen Schlüssel für. Nee. No. Ich will es nochmal hören. Hat man das wirklich nur einmal bekommen? Nur einmal, du gehst dahin? Hast keine Ahnung von 3D-Spielen? No. Das waren Spiele damals. Genau. Der schwarze Wolf. Habt ihr gesehen? Den Salto von mir erfunden übrigens. Salto Montale, oder? Also ich meine, es war ja schon lange, es war ja eigentlich offensichtlich. Ich mach nochmal einen Körper. Der ist auch von mir erfunden worden. Der sogenannte Möpper. Nee, scheiße, ich heiße ja Monner. Oh Mann. Na gut, ihr versteht den. Ach komm, ihr habt auch. Es klingt lustig, oder? Möpper klingt lustig. Jetzt hör auf! Taucht das Ding! Pyramide. Ihre Steuerung macht mich rasend, aber die Animation beruhigt mich wieder. Ich habe mich eine halbe Stunde mit der modernen Steuerung abgekrampft und spiele seitdem Oldschool. Ach, es ist natürlich schon. Es ist was anderes. Möpper? Nee. Ach nee, ja, stimmt, hier weiß schon alles. Okay, dann muss das ja daran passen. Ist das ja genau das Ding dafür.
Und zwar hier drüben irgendwo wieder. Okay, wie kamen wir hier nochmal rein? Sind wir hier... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier in diese Arena gekommen sind, weil so möchte ich gern raus. Und das Item, was wir gerade bekommen haben, einfach mal benutzen. Den Wachstuben-Schlüssel. Ich glaube, ich muss irgendwo nochmal anders tauchen. Machbar. Ach nein, warum kriege ich das nicht mehr hin? Ach, Quadrat muss ich drücken. Okay, ist hier noch irgendwo was anderes? Wieder mal hoffe ich, ihr seid genauso verwirrt wie ich. Ich finde aber auch, das ist so ein bisschen das Tomb Raider-Gefühl, dass man sich nicht mehr so recht erinnern kann, wo es jetzt nochmal rausgeht oder weitergeht oder reingeht oder rübergeht. Rauf oder runter geht's. Immer. Oh, Kameramodus. Ja, der Chat sagt hochklettern. Das werden wir versuchen. Hier links könnte man vielleicht hochklettern, ne? Ich mach mal genau die Kamera an, dafür ist ja da. Da sind wir irgendwie runtergerutscht, ja. Also wir könnten hier links eventuell klettern, aber das sieht schon eher so aus, als müsste man hier rechts klettern, oder? Das meint ihr doch nicht. An der Mauer hoch, genau. Ah, okay, das ist doch wieder mal einfacher als gedacht, weil sie... Doch, du kannst das. Na, ich glaub an dich. Du hast die längsten Fingerchen, die ich je gesehen habe. Du grabst dich da nach oben, jawoll. Ey, die ist so geil. Die ist einfach ein Grabschomat. Ich werde die nicht aufgeben, die Minimats. Die bleibt. Robocop ist lang her, ich weiß. Was meint... Ist der erste durchgespielt? Nein, aber... Ich fand das echt schöner, die auf die Art zu spielen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, weil sich auch ein bisschen was verändert und man kann dann auch so hin und her switchen und ich finde das irgendwie cool, sich zu lange jetzt mit dem ersten Teil zu beschäftigen und dann ist irgendwie das Interesse auch weg, dann hat man so sich so durchgeeiert, jetzt ist man wieder fresh für den zweiten, danach kommt der dritte und dann fängst du vielleicht nochmal weiter den ersten an zu spielen oder so. Apropos, warum macht ihr das? Ihr Hinterhältigen, ich wollte euch am Leben lassen. Was? Was halten die bitte aus? Ihr seht das ja auch, ne? Das ist schon... Aus dem Panzer kannst du Westen machen für... weiß ich nicht, für die NATO. Hör jetzt mal auf! Nein, die neuen Superspinnenwesten aus NATO orientieren sich an mexikanischen Sprungspinne. Lara Croft hat uns sie empfohlen. Jetzt bitte! Es ist so unfassbar, oder? Da fühle ich mich schon relativ sicher, weil ich zwei Knarren dabei habe. Und dann kommen da so vier Spinnen. Und plötzlich hat die Lara überhaupt keinen Bock mehr. Hier? Nein. Okay, es geht, es bringt nichts. Aber hier sind doch noch Viecher, das kriegt man noch voll mit. Als ob ihr wirklich nur auf mich gewartet habt. Nichts anderes hier passiert in eurem Leben, als wenn die Lara mal kurz vorbeikommt. Ich mag ja ohnehin keine Spinnen, die sind eher lustig, vor allen Dingen wegen dem Geräusch. Ich finde, ich kann die vor allen Dingen wegen dem Geräusch nicht ernst nehmen. Falsch, es war die Kamera. Okay, ja, mehr ist nicht, ne? Hier vielleicht noch.
Kick. Nee. Okay. Da ist die Tür. Nee. Wo war denn nochmal die andere Tür? War die jetzt da unten oder war die gegenüber? Nee, da unten. Da war doch nichts. Oh, safen. Das ist ein guter Punkt. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe noch gar nicht gespeichert. Ein falscher Sprung und es ist vorbei. Vorbei, Junimond. Da, wo ich gerade war? Da? Okay. Mhm. Hier, ne? Hier irgendwo. Nee, da war ich ja eben schon. Oder soll das vielleicht das sein? Nee, ne? Das ist nur ein Loch. Nee. Hm, da unten, ne? Ja. Schade, dass sie nicht alle 5 Tomb Raider-Teile remastert haben. Naja, ich glaube, das ist immer nur eine Frage, ob sie hiermit Erfolg haben. Und es scheint ja gut zu laufen. Ich bin eh mal gespannt auf die... Ja, auf diese Resident Evil-Variante von Tomb Raider. Angel of Darkness oder so. Ich habe die damals nicht so gemocht, aber irgendwie heute mit so einem anderen Auge ist die vielleicht ja gar nicht so schlecht. Alter, absolut Spinnenproblem wieder. Alter, es kann doch nicht euer Ernst sein. Genau, geh hoch. Gierige Monster. Das ist immer so nämlich hier, ist wirklich so, wenn Viecher zu nah dran sind, dann funktioniert diese Auto-Aim-Nummer nicht und dann ballert sie einfach nicht richtig. Und ich mag's doch, wenn sie ballert. Ballern! Ballern, ballern, ballern! 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 Ballern, ballern, ballern! 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 Ballern, ballern! Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Darauf kommt's beim Ballern nun wirklich nicht an. Grimme-Preis nominiertes Game 2, meine Damen und Herren. Kann man ruhig auch mal stolz drauf sein. So ist das nämlich. Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann schaffen wir es nimmermehr. Ah, ist das PC oder Konsole? Das ist PC. Au! Au! Ist besser. Au! Die von vorne habe ich gar nicht gesehen. Es ist halt... Wenn du einmal den falschen Rhythmus hast. Alter. Es hört halt einfach nicht auf. Und jetzt kommt von oben. Ich wusste ganz genau, dass das passiert. Verdammte Scheiße. Was ist jetzt los? Was ist denn da? Aber, also nicht fair, aber irgendwie auch, also lustig. Warte mal, haben wir hier gespeichert? Hä? Ist das wirklich so? Das ist doch nicht euer Ernst. Ist das wirklich so? Nee, ne? Die Tür ist offen. Oh, mein Herz. Mein Herz, Leute. Oh, ich dachte gerade, anfangen? Wieso anfangen? Ah.
Kurz mal schauen, das hier haben wir. Nee, ach, ist ja. Jedes Mal läuft er da hoch. Ich denke immer, da ist die scheiß Tür, aber die Tür ist hier. Hab ich noch nicht. Oder? Auch nicht dabei? Doch. Freust du dich auf Outcast? Definitiv. Ich bin allerdings an einem Punkt, wo schon wieder so viele coole Spiele auch da sind, dass ich es mir schwer mache, zu entscheiden, was ich davon wirklich spielen kann, ausgiebig. Naja, weil wie gesagt, es halt geht den ganzen Tag ja irgendwie, kannst du spielen, aber du hast ja auch irgendwie noch nebenbei, macht man ja auch noch andere Sachen. Und ihr kennt das Problem ja auch, ne? Zu viele gute Spiele. Es ist wieder mal ein guter Monat, ein gutes Jahr. Fängt gut an. Weil, aber ich habe auch der Backlog ist groß genug. Mann, das war ein Fehler. Die Rolle war der Fehler. Und dann blockieren sie einen. Das ist so komisch. Warum könnt ihr denn nicht einfach mal sterben wie einfache Insekten, die ihr seid? Ne, sind keine Insekten, ne? Sind Arachniden. Spinnen und Insekten. Ey, es ist super lächerlich, dass ihr so lange überlebt. Wirklich. Was ist in euch gefahren? Die sind das pure Böse, diese Dinger. Hörst du auch an? Wie so ein hechelnde Bulldogge. Wenn sie einem sechsjährigen Kind auf dem Spielplatz hinterher rennt. Ah, komm jetzt. Da wünscht man sich den Dead Space'schen Stiefel, mit dem man die einfach mal, da läufst du da einfach drüber, da bemerkst du das gar nicht. Okay. Aha. Ja, ja, ja. Also es ist interessant, wie Leute auch Tomb Raider wahrnehmen, aber jeder hat Fond Memories von diesem Spiel oder von der Reihe an sich und das ist schön zu sehen, das ist so, es gibt wenige so gemeinsame, kollektive Vereiniger. Okay, hier wird gespeichert. Das sind so Resident Evil, fällt mir ein, wo einfach die Reihe so groß üppig ist, dass jeder dann Titel findet. Tomb Raider ist vielleicht jetzt nicht so divers, so was das Genre angeht, wie oder auch die Veränderungen, wie jetzt Resident Evil, ne? Da gibt es diese zwei Trilogien, wenn man so will, kann man grob sagen. Die neue und die alte. Okay, aber ich will eigentlich, kann ich auch springen, ne? Ah, ich habe eine Idee, natürlich. Ich dachte mir schon, das kann doch nicht so gedacht sein. Yeah, yeah, Lara Croft, Lara Croft, bitch, yeah, yeah, yeah. Ich grab mich einfach von links nach rechts. Ich weiß es nicht, irgendwas, was sich darauf reimt. Wicke, 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 Lara Croft, bitch. Ach komm, so viel schlechter als jetzt, wer ist gerade popaktuell hier? Taylor Swift? Ist es auch nicht. Ihr hört's auch, oder? Es geht nicht nur mir so. Als hätte man so einen Haufen kämpfender Ninjas in seinem Schlafzimmer und man hört nur die Geräusche und weiß, okay, die kämpfen. Musst du gucken, wer gewinnt. Ich weiß es nicht. Der eine. Der in dem dunklen Anzug. Okay, wir hören ja schon auf. Das ist wahrscheinlich total unangenehm für alle, die einfach nur das Spiel sehen wollen, aber es ist spät. Das ist, was mein Gehirn daraus macht. Und ich habe an die Kugeln gedacht. Aber Kamera, bitte, das muss wirklich nicht sein. Da, springen. Rutschen, fallen, weiterrennen. Das gibt's doch nicht. Kamera! Habt ihr die. Kamera! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ei, 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 ei. Ey, ich komme gleich wieder. Ich muss mir kurz
was zu trinken holen. Ich verende sonst hier. Es beginnt eh gleich die Werbung. Ich gebe euch kurz auch mal, es ist Wochenende, gebe ich euch das Bier und wir sehen uns in wirklich 3 Minuten wieder hier. Ich werde gleich mehr speichern. Willkommen zurück. Ich habe mir einen neuen Drink geholt. Nein, ist nicht was hier, ist kein Alkohol. Ist holy. Könnt ihr kaufen, gerne über den Link da unten. Alles im Chat. Wir haben natürlich wieder mal versagt. Und jetzt kämpfen wir uns auch und diesmal werden wir viel speichern, okay? Nee, ist kein Kaffee, ist wie gesagt leckeres, eigentlich nur Wasser mit Geschmack. Es hat einfach einen Beat. Entschuldigung, aber aus welchem Material sind denn ihre Klamotten? Weil die einfach garantiert vorne so kreisförmige Schmuddelflächen einfach haben, wo der ganze Grabschdreck irgendwie dranhängt, ne? Weil mehr berührt ja die Wand nicht bei ihr. Okay, ja, ne? Ihr findet den Beat auch gut. Okay, wir machen das normal, diesmal richtig springen. Kamera, bitte mach nix. Ich bleib extra stehen. Ich renn. Ach, du. Das ist nicht dein. Das ist wirklich. Guck. Das ist nicht mein. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Wie ist denn das gedacht, Alter? Ich hab da sehr ja wirklich. Ich. Die, durch die Kamera rennt sie plötzlich in die andere Richtung. Kein Witz. Das funktioniert nur, wenn ich weiter geradeaus gedrückt halte, obwohl du nicht siehst von ihr. Ihr versteht schon. Das ist einfach super dumm. Super dumm. Trotzdem geil. Lara Croft geht hier steil. Auf den Berg. In den Berg. Kleiner Zwerg. Was? Packe ich in den Särg. Au. So. Diesmal habe ich sogar in der Bewegung gespeichert, nur damit nichts noch passieren kann. Ich drücke weiter nach oben, ich drücke weiter nach oben, seht ihr? Und wenn man nicht drückt, steht sie falsch und läuft dann falsch. Oh, komm, bitte. Das ist nicht dein Ernst. Komm. Ja, jetzt gehst du mal nach oben. Nicht zur Seite. Es ist wirklich, wirklich nicht meine Schuld. So, komm, renn. Ah, ist das lustig. Aber die macht halt auch was mit, die kann was ab, die kann auch mal hier einen Genickbruch vertragen. Was soll das denn? Jetzt bitte. Engine. Natürlich, es hört nicht auf, ne? Seit Jahrhunderten sind hier die Schweizer Schrankenmesser. Nimm! Nein! Die Gier! Die alte Dark Souls Gier. Da hat sie ihren hässlichen Kopf um die Ecke gestreckt. Ich finde, dieser ganze Parcours wäre was für unspielbar von Game 2. Ich finde das. Ach komm, das ist wieder diese Geschichte hier, wo das. Ey, da lag was. Da lag was. Da lag noch was. Simon Kretschmer in. Nee, es geht einfach nicht. Was wäre es gewesen? Wir wissen es nicht. Okay. Na? Verfolgt ihr das, was hier passiert? Ah! Ah! Das ist doch nicht jetzt Witz, aber langsam Comedy. Wir hatten doch jetzt schon alles. Ah, noch so ein Ding. Ich glaub's ja nicht. Und dann wacht sie auf. Alles war ein Albtraum. Und dann geht's wieder los. Okay.
Danke, bitte. Was jetzt? Oh oh, oh oh. Das Allerschlimmste kommt. Die Schwerkraft. Der Boden. Nein, die Spinnen. Warum hat sie das Ding nicht benutzt? Das geht so schnell, man kann gar nicht speichern. Aber irgendwie ist es auch lustig. Das am Stück ist irgendwie schon cool, wenn man es dann kann. Bist auf jeder Party auf jeden Fall. Bist du nicht lange. Ja, Kamera am Mann, Alter. Du bist aber echt einfach ein... Das ist auf jeden Fall für uns spielbar nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Vielleicht sollte man das mal probieren mit der alten Steuerung. Ach egal, nee, komm, wir machen das. Wir machen das. Wenn du halt zu viel Geld, Zeit und Fallen hast, dann kommen solche komischen Geschichten raus. Stellt euch mal den Briefträger vor. Okay, ja, und jetzt dahin. Du ächzt. Weißt du, wie das für mich ist? Au. Komisch, dass ich jetzt, wo ich was sehen konnte, direkt gestorben bin. Ihr seht aber, dass die Kamera jetzt besser funktioniert. Ich glaube, die neue Kamera ist nicht so gut in diesen engen Ecken. Das ist, glaube ich, die Erklärung. Weil das hier habe ich auch mehr so in Erinnerung. Oh, komm. Schaffst du. Okay, ich speichere nicht, Leute. Wir schaffen das im Rutsch. Nein, kein Loot. Scheiße, ich kann nicht mal. So, gleich speichere ich mal. Hier. Das macht mich wirklich auch fertig. Glaubt man nicht? Ich will doch speichern. Aber immerhin muss man sagen, das Speichern geht sehr angenehm. Ich habe das irgendwie komisch erinnert. Ich hätte schwören können, man speichert an irgendwelchen Tafeln. Okay. Ich, Mann, Lara. Hier irgendwas? Okay. Auch nicht. Hat? Doch, da war doch eindeutig was. Ah, okay. Was das Ding einfach aushält. Okay, jetzt aber. Wir quadraten uns... Da langsam ran. Ups, nee, das war schon richtig. Einer ist wirklich nicht das Problem, zwei sind ein Problem. Und dann sind die auch noch so schnell wie sie. Haben die alles nur gemacht, damit man darunter fällt. Im Kampf. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Da muss ich mich festhalten? So ein Scheiß. Da muss ich mich echt festhalten? Das kann ich nicht glauben. Oh, nee. Aha.
Ich drück so ein fucking Haufen auf Y. Ich hole gleich wirklich die Schrotflinte für die Arachniden raus, als wären wir in Starship Troopers. Es geht gleich, gibt's hier wirklich Rabatz, wenn ihr nicht aufhört. Das ist ein Spaß für die. Die haben so viele Soldaten, denen ist es egal, ob ich jetzt hier die alle wegballer. Okay. Aha. Achtung. Ah, an der Decke. Oh. Ich halte fest. Als ob Lara Croft da loslassen würde. Jetzt kommt hier der Bärentöter. Ja. Okay. Puh. Bisher hat sich nicht so viel verändert zwischen Teil 1 und 2, was ja eigentlich gut ist. Ach, ich dachte, es wären Spinnen, ist nur Feuer. Alte Gewohnheit, würde ich sagen. Kisten schießen. Wir müssen das nachbauen. Wie sieht es nochmal aus hier? Wir haben es doch schon ein paar Mal gesehen. Da, wie so ein kaputtes Yin-Yang, was sie rechtlich nicht dürfen. Mit dem Punkt oben rechts. Als hätte jemand Yin Yang durchgestrichen und gesagt haben, nein, das dürfen wir nicht kopieren. So ungefähr. Fantastisch. Ich mach mal lauter. Oh, Verzeihung. Vielleicht wollten Sie mir ja nur die Tür öffnen. Mit einer Maschinenpistole am Schlüsselbund. Jetzt nicht mehr. Also nach Ihnen. Irgendwie benehmen Sie sich nicht gerade wie eine Mönch. Dieses Irgendwie spricht wohl für mich. Erzählen Sie mir mehr über den Dolch von Xian. Ich würde Ihnen Ihr Leben schulden. Diese Türen warten auf den einen und auf die richtige Zeit. Dann belohnt die Klinge des Dolches die Herzen jener, die glauben. Das schlimme Dialekt. Wenn Sie also nicht auch Treue schwören. Lass ihn doch nicht das Gift trinken. Und gegenüber wäre die? Auf die Sünden und Reichtümer von Marco Bartoli. Ich hätte dann einfach das Gift irgendwie, das ist so nicht mal gutes Gift. Aber so Abflussreiniger. Vielleicht warte ich damit noch. Aha, Gianni Bartoli, Via Caravelli, Venedig. Ich weiß noch, dass ich das damals komisch fand, dass man direkt nach in so einen Ort geht wie Venedig, der ja nun wirklich der passt ja nun wirklich erstmal nicht zu Tomb Raider, aber sie haben natürlich versucht, so ein bisschen diese Indiana Jones Weltreise ins Spiel zu bringen und sich, deswegen gab es am Anfang so einen Alibi-Dungeon, aber sich nicht so richtig, haben sich nicht so committed auf ein, zwei Dungeons.
Beim zweiten Teil meine ich. Und ich fand das nie so doll. Also nicht, ich fand das schon doll, aber ich fand Venedig, haben irgendwie Leute gefeiert. Ich fand's irgendwie weird, nur Menschen die ganze Zeit. Ich kann mich noch genau an die Ecke hier erinnern. Genau, was hat denn das mit Tomb Raider zu tun, sag mal? Das ist irgendein Dude mit einem Baseballschläger, der auf mich einhaut, während ich mit zwei Barrettas auf ihn einballere. Ja, das schreit Grabräuberin. Wo ist das denn jetzt hergekommen? Schießt der aus dem Basie? Guck dir, der kann nicht mal gerade ausgehen, der Typ. Nein. Was? Okay. Na gut, dann machen wir das noch schnell. Ich muss eindeutig mehr speichern. Weird. Spiel, du bist weird. So, wir speichern nochmal. Du kannst doch nicht einfach irgendeinen Hund in irgendeiner Venedig-Seitengasse erschießen, wenn du keine Restaurantlizenz hast. Und okay, da ist der irgendwo, ne? Nichts schreit Tomb Raider so wie zwei Hunde und ein Sniper mit einer weißen Opera-Maske in Venedig auf dem Dach. Nichts schreit so sehr Tomb Raider. Na, wo ist der Basie? Baseball Boris, komm her. Nur weil sie dich damals nicht genommen haben, muss ich dir nicht den Wüterich geben. Au, okay. Nee, der ist tatsächlich sogar, der kommt mir ein bisschen zu nah und der hat mir auch ein bisschen zu heftige Schläge. Du sollst die Waffe in die Hand nehmen, Lady. Okay, das hat gar nichts gebracht. Wow. Aha. Simon, hast du schon mal Stierhoden gegessen? Nee. Ich habe schon mal aus Stierhoden gegessen. Es war spät nachts und ich dachte, es wäre ein seltsamer Wasserschlauch oder so. Nein, also auf natürliche Weise lautet die Antwort nein. Habe ich nicht. Aber danke der Nachfrage. Aha. Okay, ich speichere ab, weil ihr es wollt. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ihr für mich speichern könntet. Das wäre am schönsten, oder? Ihr müsst einfach sobald 10 Leute... Oh. Sobald 10 Leute es irgendwie angeklickt haben oder irgendwie gewotet haben, wird automatisch gespeichert. Geheimtüren. Ich meine es jetzt natürlich bescheuert, ein Spiel durchzuanalysieren, aber es ist eigentlich so lustig, weil Venedig sowas von keinen Platz hat. Und die Vorstellung, dass da irgendwo so 4 Stockwerke sind, wo keiner irgendwas macht, die vergessen sind, weil da ist ja scheinbar kein Raum oder so. Es ist so lustig, drüber nachzudenken tatsächlich. Das ist der feuchte Traum. Das ist eigentlich Tomb Raider, noch eine Wohnung zu finden in Venedig. So. Gut. Ich weiß auch nicht, warum die da alle sein wollen in Venedig. Ich meine, fließend Wasser hast du auch woanders, aber es stinkt auch ein bisschen. Es ist komplett Touris. Man sollte es einfach den Touris einfach geben und sagen, es gehört jetzt euch. Kann man da runterfallen? Nee. Leider auch nicht. Nicht immer ist Schießen die Lösung.
schönen Dive-Ballett-Jump über ihre Leichen hinweg. Was war denn das? Zum Glück hat es keiner gesehen. Alle sind tot. Aha. Okay, irgendwie. Okay, hat geklappt. Ach stimmt, das war auch der Demo-Level. Ich erinnere mich, ja. Ja, ja. Wo finde ich hier jetzt eine Tür? Man will halt doch so galant wie in Uncharted oder so. Will man da lange hüpfen? Nein, du sollst jetzt zum Beispiel auch hüpfen. Ja. Och Mann, Lara. Wofür haben wir denn die ganzen Leichtathletikstunden gehabt? Ich versuch's auch immer wieder, ne? Irgendwie denke ich mir, das muss doch klappen. So, hier oben geht's ja nicht weiter. Da oben, ja, da hinten geht's weiter, stimmt. Nee, ich will nicht weiter hoch. Ich will runter, aber die Kamera bestimmt ja auch dann, wo man landet. Okay, so, hier irgendwo. Ob man da dran springen kann? Auch gerade nicht sicher. Was heißt hier No Backseat Gaming? Ah, yes, Backseat Gaming. Wir spielen das hier zusammen. Ich habe das doch auch damals gespielt, aber als ob ich mich erinnere. Ich bin für alle Tipps immer zu haben, aber oft kann ich sowas nicht glauben, dass man da zum Beispiel dran hüpfen muss. Ich speichere mal ab. Ich probiere das mal. Aber wenn man es dann sieht, merkt man, ja, es geht. Jetzt zum Beispiel, ne? Oh. Okay, ja, das ist lustig. Das ist jetzt, die haben das sogar eigentlich so gemacht, dass man da zwangsläufig bei dem Sprungversuch unten landet. Sehr gut designt, wirklich. Abgefahren, das ist echt gut. Jawohl. Das ist die Zwischentür. Warum fährst du denn rückwärts? Warum? Okay, es ist links ist vorwärts, rechts ist rückwärts. Es ist wirklich eine sehr kurze Tour, ne? Nee, jetzt nicht. Nee, jetzt nicht. Hau ab. Das ist das lameste Duell ever. Piu, piu. Jetzt geht er wieder. Genug geschossen für heute. Das ist doch wirklich. Guck dir die Maske an. Was? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Tenu Hitman. Voll der Wallhacker. Okay. Ach ja, stimmt. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal, das Boot kann ich ja da lassen.
Genau, jetzt ist ja, kommt ja der Typ erstmal raus. Dann kriegt er doch bestenfalls gar nicht mit, dass ich da bin. Und wegen solchen Geschichten mochte ich irgendwie Tomb Raider 2 nicht so. Das war irgendwie ein völliger Abklang von dem, was man eigentlich gut gefunden hat. Aha. Also ich meine, die haben irgendwie nicht versucht, den Erfolg nochmal zu kopieren, sondern die haben irgendwie von dem ganzen popkulturellen Erfolg waren die irgendwie so beömmelt, dass sie dachten, sie müssen jetzt irgendwas ganz anderes machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Entscheidung war. Wo ging die nochmal auf? Wo muss ich da nochmal lang? Da rein. Hoch. Da. Oh Mann, der arme Hund, ey. Aber er wurde bösartig erzogen. Man konnte ihn nicht mehr. Es gab wirklich keine Chance der Rettung. Das haben auch ganz die sieben besten Hundeschulen der Welt, die Lara extra gefragt hat, haben alle gesagt, nee, 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 den musst du erschießen. Haben wir jetzt ein Zeitfenster? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, naja, halt, ne? Ich dachte schon, dass das geht, um ehrlich zu sein. Ist ein bisschen höher als das andere Ding. Es könnte genau das sein. Vielleicht muss ich da auch rennen. Ah, ist krass. Aber das scheint nicht zuzugehen. Schon mal gut. Na gut, komm. Diesen Level hat wahrscheinlich fast jeder auch gespielt, weil das ja ein Demo-Level war für Tomb Raider 2, damals beim, weiß nicht, offiziellen PlayStation-Magazin. Ab und zu gab es ja auch die Demo-CDs. Schönes Konzept, fand ich immer sehr schön. Habe ich sehr gerne gemacht, gespielt. Und da hat man dann alles Mögliche auch mal angespielt. Manche Demos konnte man echt lange spielen, einfach vom Spaßfaktor her. Andere wusste man schnell, okay, das ist nichts für mich. Und ich weiß gerade nur nicht, ob hier der Anfang auch schon war. Ob das quasi der erste Level war und der zweite oder ob es nur Venedig war, weil es erscheint mir als Risiko, Venedig alleine zu veröffentlichen. So. Ja, bleibt offen. Okay. Es wird kurz mal gespeichert für den Sprung. Es war nur das Venedig-Level. Mutig, muss ich sagen, mutig. Sagt der eine, der andere sagt zwar beides. Oh, komm. Wusstest du, das habe ich beim Absprung gemerkt, das wird es. Boat. It's boating time.
schreit sie. Aber auch nur, weil es so ein bisschen ihren Dopamin-Kick gibt. So ein Adrenalinkick, das findet sie gut. Da freut sie sich, deswegen macht sie es doch. Haben wir eigentlich bisher die Story mal erklärt bekommen? Warum? Was sie eigentlich jetzt genau macht? Ich weiß es offen gesagt gerade auch nicht mehr. Dadurch. Sie will nicht raus, ne? Spring doch mal. Mach doch mal. Geh doch mal. Ja, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Nee? Oh, komm, irgendwo kannst du ran. Ernsthaft? Das kann ich ja nicht glauben, dass ich da nicht... Ich komme da irgendwie jetzt gerade nicht mehr hoch, ne? Weil der Button zum Springen ist ja jetzt Tauchen und nicht A, oder? A? Ja. Und, R2 ist normalerweise zum Klettern. Das scheint hier nirgendwo zu gehen. Aber das ist sicherlich nicht so gedacht. Das ist wahrscheinlich wieder die neue Steuerung. Alter, ich weiß nur scheiße nicht, was ich machen soll. Ich probier's mal mit... Ja, okay, damit ging's jetzt. Mit der Tastatur ging's. Es ist ein bisschen die Steuerung, die neue. Die ist ein bisschen weird. Aber es geht. Das gehen würde, dass man von hier oben... Komm schon, Lara, nutz doch einmal die Fähigkeit, dass du hier stehen kannst, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Nutz den Hebel! Nee, sie kann es einfach nicht. Sie will es nicht. Ah, okay, kurz mal die Story. Story, Marco Bartoli möchte den Dolch haben. Ich möchte den Dolch haben, den man im Vorspann gesehen hat, um selber ein Drache zu werden. Ach, um ein Drache zu werden. Entschuldigung. Das war der Part, den ich nicht mehr wusste, warum er den Dolch haben will. Wer will denn ein Drache werden? Warum? Nee, das geht gar nicht. Doch. Hier hat es ja auch geklappt.
Irgendwie, oder? R2 und dann Y. Okay, es sind irgendwie mehrere Sachen. Gas geben mit links, okay. Und weg. Hui! Okay. So, dahin. Jetzt will ich kurz mal. Wie kommt man raus? Y, R1, R2 gleichzeitig. Nee, das ist ja Gas geben hier, ne? Ey. Digitalstick. Es ist. Wie kommt man aus diesem Ding raus mit der neuen Steuerung? Ich glaube, man muss wirklich mehrere Buttons drücken. So, gleich wird abgespeichert, wenn wir das einmal richtig gemacht haben. Oh, kann man da hochklettern? Da kann man hochklettern. Na okay, komm. Ich will das so... Ja. Ah, wahrscheinlich noch in irgendeine Richtung dazu drücken. Ich will das mitnehmen. Ist das ein Ratten... Skelett oder was? Was habe ich da eingesammelt? Ich sehe es nicht. Aha. Nee, ach so, okay, ein irgendein alter Dämonenkopf. Alter, es ist wirklich die schlechteste Sicht, die man je hatte in dem Spiel, ey. Ich will doch wissen, was da liegt. Ich will es einfach nur mitnehmen. Komm, nimm's doch einfach in die Hand. Nichts erkennt man hier. Ah, da. Aha. Mhm. Schwimm doch. Ja, genau. Geht schneller. Das ist so Lara Croft, ne? Weil sie einfach Spaß gemacht hat. Nochmal. Ja, vielleicht. Ja, genau. Nee, mehr ist da nicht, ne? Aber vielleicht hier links nochmal gucken. Das sieht auch so aus, als wäre da was. Da unten liegt ja auch noch was. Geil. Okay, das nehmen wir mit. Nee, runter. Alter. Da ist ja kaum Platz hier. Und Mr. Naganaga ist... Ja, jetzt weg. Oh, 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 oh. Du siehst mich nicht, ich bin immer hinter dir. Alter, das ist mal richtig schlechtes KI-Design. Aber mir soll es völlig recht sein, solange ich dadurch einen Vorteil habe. Oh, speichern, ja, okay. Na gut, jetzt habe ich ja genug gemacht. Ich habe es mir verdient. Schon 13 Mal gespeichert, das ist... Das ist quasi einmal Resident Evil durchspielen. Aha. Mhm. Aha. War das nicht eben... Ist das ein Dock? Muss ich da mein Boot rein? Ah, ja, ist wirklich so. Okay. Okay, es ist
B bzw. Kreis und in eine Richtung. Aber ein bisschen gedrückt halten, dann geht's. Ich helfe gerne. Ja, dann machen wir das erstmal wieder hoch. Ach Moment, das geht gar nicht. Doch. Schade. Na, ich habe vor einer Stunde nicht zu viel versprochen. Man kommt selbst in diese etwas krude Steuerung ganz gut rein. Man gewöhnt sich dran. Es könnte immer besser sein, aber ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm. Ich weiß nicht, warum sie den immer machen muss. Okay. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt, müsste eigentlich jetzt dieser Hebel sein, ja. Aber warum ist er dann unter Wasser? Oh, hier ist das Wasser schon ein bisschen verletzend, ne? Diese Darstellung und das über so einen großen Bildschirm hinweg. Oh, nö. Nehme die Automatik sind schon irgendwie besser. Einmal speichern, weil wir was getan haben. Und wieder mal hoch. Hilfe! Ich höre doch Ratten. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre, aber das Tor ist ja scheinbar wichtig, dass wir anfangen. Die Munition spare ich mir mal. Da bin ich lang. Was ist hier nochmal gewesen? War hier ein Tor? Oder war es das hier? Thank you.
Ja, aber wie komme ich da jetzt herunter, ohne im Wasser zu landen? Das geht doch gar nicht. Oh, das ist so unfair, dass das geht. Bevor ich da jetzt was mache, speichere ich einmal ab. Das muss ja nicht sein. Ich will eigentlich einmal von hinten auftauchen. Nee. Hat gar nichts gebracht, dass der... Nee, dann nicht. Das müssen wir nicht machen. Shit, ich hätte reinhüpfen müssen. Ja, das war's. Oh, komm, ernsthaft? Kannst du keinem erzählen. Was ist denn daran fair? Hoffentlich hat er ein bisschen was dabei. Keine Ahnung wo, aber wir finden es. Ich hoffe, dass danach mal wieder eine Tomb kommt für unsere Raider. Na komm. Nee? Das ist doch eindeutig dafür bestimmt, oder? Was?
Da komme ich ja ohnehin mit dem Boot nicht weiter. Aber wenn ich hier mit dem Boot so drüber schieße, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich dann diese anderen Dinger kaputt machen kann. Mehr Anlauf mit dem Bötchen. Ja, irgendwie so viel schneller wird's nicht mehr, glaube ich. Aber ich denke auch, dass es schon, das muss schon eigentlich die Lösung sein. Nur hier ist ja auch die Rampe, aber vielleicht soll es einem nur zeigen, dass man es mit der Rampe quasi schaffen kann zu springen. Weiß ich nicht, gucken wir mal. Oh, nee, so. Wie spät haben wir denn? Ah, wir haben auf jeden Fall noch so ein halbes Stündchen, gebe ich uns noch. Den Level möchte ich schon noch machen. Und dann gucken wir mal. Ja, wie ihr sagt, ich soll mir Anlauf nehmen. Habe ich nicht noch... Okay, ich habe ein Turbo. Das ändert natürlich alles. Das sind Minen, ne? Habt ihr auch gesehen. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Aber das hier war es nicht. Dann fahre ich mal hier lang. Da, wo ich herkam. Vielleicht ist da ja noch was. Ist es das? Nee, oder? Nee, da bin ich hergekommen. Das war die Schleuse. Ich habe ja gespeichert. Ich will nur einmal gucken, wo ich theoretisch langfahren müsste. Das sind nochmal so Dinger. Das meine ich aber auch. Ah, da sind sogar die Minendinger und alles. Und noch so einer. Es wird wirklich nicht einfacher, ne? Oh, ich hoffe, er kann mich... Ich weiß, er kann mich von hier treffen, aber ich hoffe, er denkt nicht dran. Man kann ja halt nicht schießen, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich glaube, ich krieg den von hier auch nicht. Ich habe ja noch einen anderen. Ah, wie ärgerlich und dumm. Ach, jetzt geht's wieder zu. Thank you.
Vielleicht muss ich da lang. Das war eine Abkürzung, glaube ich. Nee, also doch, aber falsche Abkürzung. Das war nicht so. Aber was, wo geht's hier weiter? Ich war ja eben schon mal da. Dann muss es wirklich hier sein, ja. Ganz sicher auch wieder. Ja, guter Grabsch. Und da drauf. Und von hier kann man die nämlich dann... Jawohl. No. Was? Wirklich? No. Oh. Yeah. Yeah. Wie so ein Auto auf der Autobahn, ey. Yeah. Was hier? Oh, das brauche ich. Aha. Ist ja eigentlich Angelina Jolie nachempfunden? Nee, aber ich bin sicher, die haben die ein oder andere Wank-Vorlage gehabt, die Entwickler von Angelina Jolie, als sie Aha. das designt haben. Glaube ich schon. Sie war eigentlich die perfekte Darstellerin auch, muss man auch sagen. Aber es ist auch anderen Leuten schon aufgefallen online, dass sie das Gesicht ja jetzt überarbeitet haben und es ist weder das alte, noch das neue alte, noch irgendeins der anderen. Es ist schon wieder ein neues Ding. Also so ein bisschen, als wäre das jetzt so der wirklich finale Look. Uff, wie gesagt, ich habe da gar keine große Meinung zu, ehrlich gesagt. Mich interessiert eher, dass sie ein bisschen höher springen kann zum Beispiel oder so. Das würde mich mal interessieren, nicht ihr Look. Wenn sie vielleicht ein bisschen weniger Make-up trägt, dann kann sie vielleicht auch noch 2 Meter höher springen. Ich weiß es nicht. Permasalto und dabei schießen. Ja, das Problem ist, du kannst mit der Einstellung, kannst du diese Saltos nicht so einfach machen. Das ist leider nicht so einfach. Aber ja, es geht galanter und einfacher. Aber dafür mag ich die restlichen Aspekte der Steuerung, der neuen. Es spielt sich irgendwie einfach schöner in dieser Welt. Man ist halt einfach nicht mehr gewohnt, dass man in so einem Rasterfeld agiert. So, apropos. Was ist denn jetzt hier? Okay, da hoch. Doch nur da hüpfen. Ah, oh, muss das wirklich sein? Einmal verdrückt, 10 Sekunden verloren. Was soll ich da machen, ne? Da kann man halt nur stumpf.
aufeinander zugehen und ballern. Aha. Die Boobies sind ein Programmierfehler, den sie beibehalten haben. Ich kenne die Geschichte auch. Ja, das hätte ich auch gesagt am Ende. Kennt ihr, wie heißt dieser geile 80er-Jahre-Film? Weird Science im Englischen, wo sie sich am Computer irgendeine Frau bauen und dann auch mit diesem Brustfaktor so rumspielen. Es wird immer so biu. Das ist schon lustig. Das sind halt Männer. Es tut mir ja auch leid. Ich schäme mich ja auch. Aber seht's mal positiv, wenn wir nicht da wären, dann gäbe es auch keine Kriege. Und was würde Battlefield machen, zum Beispiel? Soll ich da hüpfen? Nee, ne? Das Boot ist doch auch nicht ohne Grund. Ach, da hinten war es ja. Stimmt, das war es ja eigentlich. Geronimo. Wunderschön, diese Dame. Und ihre Form ist 10 von 10. Natürlich passt es jetzt. Lisa, der helle Wahnsinn, so heißt es genau, in der deutschen Fassung. Lisa. Mit einem sehr lustigen... Es ist nicht mal ein Cameo-Auftritt, weil es wirklich eine Rolle, einfach eine Nebenrolle ist, mit einem, von dem Dude, der, aha, ihr kennt ihn aus Aliens. Game over, man, game over. Ich lieb den, ich weiß nur leider gerade nicht, wie er heißt, aber der hat da so den Auftritt eines Bully-Cousins von der Army oder so, der am Ende in so einen haarigen, ekelhaften Jabba the Hutt verwandelt wird. Es ist schon ein guter Film. Lisa, der helle Wahnsinn. Viel Spaß damit. Was? Ah, aber ich verstehe, was wir gerade gemacht haben. Wir haben hier einen Durchgang geschaffen. Hier, durch den wir schneller zum Ziel kommen. Aber da waren doch jetzt Minen. Soll ich über die Minen einfach fahren? Das ist ein unnötiges Risiko, oder? Im Film Lisa heißt er Chad. Das ist ja geil. Entweder super Foreshadowing oder vielleicht kommt es da sogar her, die Meme-Geschichte. Ich weiß nicht. Aber es könnte tatsächlich daher kommen. Also er nennt sich ja auch selbst den Chad und so. Ich glaube, das ist eine gute Herleitung. Bill Paxton ist es genau. Und Anthony Michael Hall ist auch dabei, Robert Downey Jr. Genau, es sind wirklich eine Menge guter Leute dabei. Richtig schöne 80er-Geschichten. So, jetzt machen wir das einmal auf, nehme ich an. Und diesmal gehen wir nicht drauf. Speichern. Da ist es ja. Jetzt ist wirklich die Frage. Ach nee. Ach, deswegen waren da zwei Boote. Der hat mir original gerade die Steuerung gezeigt. Als bräuchte ich die vielleicht gleich. Du Pimp. Okay. Das Problem ist, dass ich jetzt ja nur noch ein Boot hier habe. Wo war denn das andere jetzt?
Lara weiß schon, wie man die Minen entschärft. Interessant, dass das Ding jetzt da steht. Ach, da habe ich es ja wirklich auch stehen gelassen. Ne? Okay, komm. Wir haben es gleich. Jetzt ist wirklich der letzte Handgriff. Wie damals bei euch nachts. Wenn ihr mit dem Spiel fertig wart, das meine ich. Der letzte Handgriff muss noch gemacht werden. Dann sind wir fertig. Und dann entkommen wir dem feuchten Traum hier. Jetzt komm bitte. Geh doch mal da hoch. Jetzt wird hier durchgeturbot. Geht nicht. Turbo! Turbo! Okay. Jetzt wird noch einmal gespeichert, damit wir das jetzt nicht nochmal machen müssen. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut voran. Also bisher sind jetzt die Hindernisse nicht so unzähmbar. Mann, ist doch klar, dass ich da nicht rein will. Oh. Oh. 36 Minuten durch Venedig, 20 von 30 Fundstücken, gar nicht so schlecht. 18 Kills, die meisten davon unschuldige Hunde, die mit ihren Herrchen eigentlich nur einen schönen Tag in Venedig verbringen wollten. Level 2 ist auch schon wieder Venedig. Nein, eine Kapelle. Ach, da geht gar nichts. Oh. Das meine ich, hier ist das Rückwärts-Salto-Springen, ey, komm, gar nicht mal so easy, wie man es eben in der anderen Steuerung hat, weil da muss man einfach nur Quadrat drücken, hier geht es so nicht. Es ist wirklich ganz furchtbare Kämpfe, aber das ist halt auch nicht der Part am Spiel, der irgendwie Bock macht, ne? Und direkt der nächste. Der eine Schuss, den ich hatte, ging jetzt original daneben, ey. Das Einzige, was ganz gut geht, ist dieses Rückwärtshüpfen. Aha. Und Seitwärtssaltos, all diese Sachen gehen leider nicht so leicht hier von der Hand. Ich kann es gerne zeigen, so. Und dann kannst du halt laufen. Wenn du anvisierst, macht sie dann eben diesen Rückwärtssprung. Aber das ist eine andere Steuerung, als ihr die jetzt in Erinnerung habt. Aber wie gesagt, ich finde die dafür für die Sprungeinlagen und für das generelle Bewegungsgefühl besser. So. Ach, da oben auch.
Nee. Ich krieg ihn nicht. Haben wir gespeichert gerade? Ey, ist schon wieder zu spät. Schon wieder 4 Uhr. Ich werde doch bald aufhören. Aber wir gehen ganz kurz nochmal in Bartolis Versteck hinein. Und das meine ich, es ist, als hätten die Entwickler nicht gecheckt, dass diese Kämpfe nicht die Highlights sind und auch in Tomb Raider 1 ja relativ selten vorkommen. Und irgendwie haben sie die Gewichtung hier nicht mehr bekommen. Aha. Also eigentlich hätten sie jetzt mittendrin wieder anfangen müssen, sodass man völlig aus dem Takt gerät. Das wäre lustig gewesen. Aber so unfair wollten sie dann doch nicht sein. Okay, hier drauf nehme ich mal an und dann runterspringen. Moment. Geht das gar nicht? Ich dachte, man kann da so beim Hüpfen nochmal springen. Beim Fallen. Nee. Doch, ich glaube, dass das so eigentlich geht. Ist nicht wie sonst. Ja. Ah. Ja, okay. Irgendwie geht's. Oh, was ist das? Ja. Ja. Hochziehen. Ist das vielleicht was zum Grapschen? Ja. Ob man das noch runterfallen lassen kann? Nee. Nee, es ist zum Hüpfen gedacht. Nee, ist nicht zum Hüpfen gedacht. Das ist... Darüber könnte man vielleicht hüpfen. Ich dachte, man muss hier irgendwie raufhüpfen. Nee. Können die Sachen... Kann das jetzt auch geschoben werden? Nee. Ja, und jetzt? Okay, das ist ein bisschen weird. Aha. But I will allow it. Da sieht man nochmal ganz gut. Okay, hier haben sie nicht überall diese Blumenform übernommen, aber ist vielleicht ganz okay. Aber da rechts hier bei dem Kollegen sieht man halt auf jeden Fall, dass da ein bisschen was gemacht wurde, auch wenn der hier wirklich nur eine Textur ist. Ja. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Oh, da, ja, das ist es. Das ist es, meine Freunde. Da müssen wir hin. Thank you.
Da ist er wieder, ne? Da ist er wieder. Der Balkonkiller. Hat ein bisschen rumgeballert, ist dann wieder rein. Der kommt wieder. Er sucht den Weg, er sucht den Eingang. Da hat er ihn gefunden. Und den Tod gleich mit. Darüber, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich verstehe. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen anspruchsvoller, was die Sprünge angeht. Die ganzen Kombinationen. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie gut die Auflösung mittlerweile ist, Leute? Wir fahren hier ein Programm mit 8000 Kipps. Oh. So, das heißt 1440p jetzt auch auf YouTube endlich. Müsste zumindest so sein. Ob ich hier springen kann. Ah, es läuft aber gerade auch. Oh, ich hasse es, nicht zu speichern bei solchen dummen Sprüngen. Das ist schon so eine richtig schöne amtliche Bestrafung, muss man sagen. Aber wenn man dann weiß, wie das Rätsel, das Raumrätsel gelöst wird, dann geht's eigentlich auch. Ups, nee. Nee. Wie kann ich... Wie kann ich noch mal im Flug drehen? Ich würde gerne mal so einen Ninja Warrior sehen zwischen ihr und Nathan Drake aus Uncharted. Könnte interessant werden. Wer hat die nötige Griffstärke? Okay. Die Frage ist, wie kommt man jetzt hier so am besten hin? Einfach springen. Ja, wir versuchen springen und festhalten. Seht ihr? Das ist genau... Oh, ich habe schon wieder nicht gespeichert. Aber das ist genau der Krimskrams, den ich meine. Warum muss man das so genau rauskriegen? Hm. Aber gut, das war halt das Rätsel, ne? Einfach mit der Kamera hingucken, sie dreht sich von alleine. Ah, das bei dem Doppelsprung, ne? Okay, jetzt wird wirklich mal gespeichert, aber ich hadere immer noch mit der richtigen Lösung hier. Nicht gegen das Ding knallen ist schon mal hilfreich. Vielleicht hier so runterhangeln lassen und dann irgendwie sich katapultieren oder von da unten hochspringen. Vielleicht ist das. Ne? So da drauf kommen. Ich versuch's mal.
Nee, da konnte ich mich nämlich jetzt nicht festhalten. Ich meine, man kann nicht sagen, dass ich es nicht geschafft habe. Ja, die Schlacht gewinnen, aber den Krieg verloren. Mit einem dumpfen verabschiedete sich Lara Croft in den Ruhestand, in den gewalttätigen Vorruhestand. Ah, so. Ja. Oh. Es ist wirklich eine Plackerei in diesen Kämpfen. Kannst du machen, was du willst, ne? Der Dude ist einfach, steht vor dir, pimp, pimp. Oh, das ist auch schön. Ah, sowas mag ich. Man sieht wirklich sogar, wie sie sich an dieser Risslinie orientiert haben, an der Kante und dann gesagt haben, wisst ihr was? Ich bin 20 Jahre lang Texturdesigner. Ich mache da jetzt mal meinen eigenen Style. Guck mal hier, Klaus, guck mal, hast du gesehen, was ich da gemacht habe? Ah, den zeigst du es. Das ist besser. So ist besser. So ist wirklich besser. Was habe ich früher viele Tomb Raider Mods erstellt? Ja, ja, wir haben gestern schon über Nude Raider geredet. Wir wissen schon, welche Mods du erstellt hast. Das Gute ist, dass er halt überhaupt nicht ballern kann, wenn ich direkt bei ihm bin. Aha. So, jetzt bin ich mit meinem Zipfel am Ende meiner Kräfte, aber das wird noch reichen. Wo kam jetzt der andere sogar noch her? Ah, okay, mit null Energie ist ein bisschen heftig, aber ich habe ja die Uzi. Die spratzende Uzi habe ich dabei, oder was das ist. Hier, das habe ich da noch was für? Oh, auch gut, auch gut. Das meine ich, ne? Wenn man nämlich nichts macht, wenn ich jetzt nach hinten drücke, wenn ich so stehe und nach hinten drücke, jetzt geht's wieder nicht, aber ne, ihr habt es gerade, dann hüpft sie nach hinten. So kannst du das nicht wirklich, so kannst du das nicht machen. Es war nicht schlecht. Es hat aber nicht funktioniert, leider. Aber nächstes Mal. Ich habe natürlich keine Muni, keine Energie, das macht es halt nicht leichter. Vielleicht sollte ich da oben drauf. Das ist eine gute Idee. Der hat mir gerade aus reinem
Edelmut gezeigt, wo ich hin muss. Aber mit der richtigen Waffe geht das. Das geht. Ich habe halt wirklich keine Energie mehr. Nix, ne? Aber wir schaffen das trotzdem. Hier, wir nehmen die Schroddi, schießen dann von oben ein bisschen. Es ist so lächerlich, ne? Dass das immer noch nicht funktioniert. Ich stand oben, hatte den High Ground. Qigong wäre stolz auf mich gewesen. Oder wie heißt er? Perfekter Spielstand. Wahrscheinlich lande ich im Hund. Na, fast, ne? Du wirst mich nie bekommen. Ah, jetzt bekommt er mich wahrscheinlich gleich. Röhrig hat's wieder mal zugeschlagen. Okay, neuer Versuch. Oh, komm! Na gut, Spiel. Er macht's mir nicht einfach, ne? Was haben wir noch? Jawohl, du bist es jetzt. Es ist krass, dass das nicht so läuft. Es ist wirklich krass. Also das Kampfsystem ist unter aller Sau. Also wirklich unter aller Sau. Kannst du keinem erzählen? So ein Mist. Hätte ja sein können. Im Kamin findet man vielleicht manchmal auch.
Kamin ist der Wasserfall des Hauses. Hier rein, dann sind wir da oben rüber, hier in die Ecke. Hier waren die anderen Dudes und dann ist aber nichts mehr. Da kann eigentlich wirklich nur der Kamin in Frage kommen. Ne? Ah, seht ihr? Ja, ja. Ah, okay, geht nur schieben. Oh shit, wir haben schon 16:30. Ja, wir hören jetzt hier bald auf, aber ich kann irgendwie jetzt auch nicht anders, als da doch noch einen kleinen Schritt, immer noch einen kleinen Schritt weiter. Ich muss zugeben, es ist wirklich doch ein großer Spaß. Lass mich doch jetzt nicht von da irgendeiner Maus finishen. Messer? Messer. Okay. Wo springt man da? Messer. 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 Nee. Tauchen, tauchen, tauchen. Das scheint ja nicht mehr aufzuhören. Muss ich diese Drehrädchen irgendwie bedienen oder ist es, gibt's einfach keinen Weg? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie haben jetzt aufgehört. Deswegen nehme ich an, jetzt kann ich es mal versuchen. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich habe ein bisschen Angst, da jetzt hier so einfach nur rumzustehen. Und ja, okay. Ah, es ist aber auch teilweise unnötig. Hat schon fast, ne? Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nie auf. Noch ein Gegner. Das fangen wir nochmal ganz von oben an. Ne. Ich habe halt einfach nirgendwo Energie. Ich wüsste nicht, wie ich das nochmal schaffen soll. Außer durch reines Glück, so wie jetzt.
Das ist nur gerecht. Ah. Nee, runter. Nein. Oh. Ich weiß nicht, wie das gerade passiert ist, aber ich habe es überlebt. Ach, da kann man ja auch wieder hochklettern, ne? Okay, aber mehr ist hier ja auch nicht. Ja, okay, irgendwie muss man hier auch noch hochkommen. Ach, jetzt die alte Pauserin. Dann kann man die irgendwo hochziehen? Das ist eine gute Frage. Komme ich hier hoch oder komme ich hier hoch? Eins von beidem. Da ist auf jeden Fall ein Hebel. Ich versuch's mal. Nee. Okay, ich wüsste nicht wohin. Vielleicht halt dahin, aber irgendwie. Oh, nee, es muss schon eigentlich das sein, ne? Ich weiß nicht. Ich komme doch zu keinem von den Dingern hin. Da vielleicht. Nee, da bin ich doch eben durchgekommen, oder? Ja, ja, da bin ich eben durchgekommen. Hm. Geht. Hinter dem Kamin. Wie gesagt, ne? Der Kamin ist der Wasserfall des Hauses. Ach, Glück gehabt, ey. So hörst du dich an, Lara. Dir hat mal keiner No gesagt. Okay, hier sind wir aber schon gewesen. Wo könnte man denn nun hingehen? Dadurch glaube ich ja nicht, dass es was bringt. Ja, da waren wir ja schon, ne? Also wir wissen alle auch nicht so genau, ne, wo es jetzt weitergeht. Sonst hättet ihr es mir schon gesagt.
brauchen jetzt, wir haben bei dem Feuer hinten was aufgemacht, aber eigentlich hat uns das jetzt nicht viel geholfen, oder? Da unten ist dann einfach nur das Loch. Die Frage ist, ob man da so dran springen kann an das Ding da hinten. Okay, das bleibt so, das ist schon mal gut zu wissen. Hier ist jetzt wieder der Kamin. Weiß nicht, was das bringen soll, dass ich da jetzt runter kann. Auf die Ebene konnte ich vorher auch schon. Ich versuch mal auf die andere, auf den hier, auf den da oben, den Kronleuchter in der Mitte zu springen. Normalerweise müsste man mit dem Ding hier einfach ein bisschen schwingen oder mich vielleicht hier so hochziehen an dem Ding. Ah, super, es geht wirklich. Man unterschätzt echt die Sprungreichweite der guten Lara, ey. Ich kann euch nicht sagen, warum es nicht funktioniert. Da ist irgendwas beim Sprung manchmal einfach nicht ganz getimt. Vielleicht habe ich einfach nicht genug Geschwindigkeit. Ja, so war es auch. Okay. Ich will das jetzt auch nur noch den Level schaffen, aber ich habe da auch das Gefühl, dass wir so relativ nah dran sind schon. Nein. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich weiß, ich muss auf die andere Seite von da aus. Oder? Ah, aber da komme ich nicht. Ah, ist das alles eine Kamera des Grauens? Okay, ja, ja. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt was machen kann, wo ich gerade bin. Oder ob ich mich hier einfach nur abseilen muss. Nein, es ist wirklich, es ist super einfach eigentlich. Ich muss mich nur runterhängen lassen, aber ich weiß gerade nicht mehr,
wie man das macht nochmal so. Und dann will ich ja eigentlich, nee. Vielleicht mache ich es auch falsch. Das kann doch so nicht gedacht sein eigentlich, ne? Dass man hier so rumeiert mit der Grafik auch. Nach hinten fallen lassen, ja. Das ist wieder so ein Steuerungsding, ich sag's euch. Sie kann das halt nicht so von hier aus, ne? Muss man irgendwie anders machen. Oh, das ist jetzt ist die Panzersteuerung. Ich weiß nur nicht genau, was jetzt wieder halten ist. Oh, jetzt hat mir jemand gesagt, wie ich da weiterkomme. Approach a ledge holding shoot. Okay, probieren wir mal. Ja, sehr, sehr gut. Danke. Guter Tipp. Aber warum kann sie sich da jetzt nicht festhalten? Ich dachte so kurz geht das. Ah, das ist so viel einfacher, Mann. Der Abstand ist zu groß, ne? Spring doch mal um dein Leben! Ja. Aber das meine ich. Genau das macht's ja so doof, dass man da so gegenknallt. Das ist, als wollen sie nicht, dass man da lang geht. War so knapp. Okay, da ist nichts mehr. Jetzt kann ich hier noch einmal speichern. Wir haben es gleich. Alright. Ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-d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 a
Nee. Nicht wieder zumachen. War das Ding am Anfang? Keiner von euch weiß es, ne? Das war's nicht. Oh nein, schon wieder das hier. Weil's so schön war. Macht's gut, Leute. Habt einen schönen Morgen, Nachmittag, Spätschicht, irgendwas. Ich versuche dann nochmal schnell diesen Level zumindest in den nächsten Abschnitt zu bringen. Nee, wirklich. Blöd, blöd, blöd. Eine nervige Alte. Und dann springt sie wieder nicht, ne? Ist es noch bei irgendwem sonst so, diese Steuerung, diese verlangsamte Steuerung, dass das einfach, also ich kann da echt teilweise eine Sekunde früher drücken, bringt gar nichts. Oh, ja, klar. Jetzt nehme ich mal an, irgendwo hinter den Kamin, aber da kann ich ja leider nicht einfach so dahinter springen, weil ich dafür nicht mehr genug Energie habe. Ey, aber langsam ist es auch lächerlich, dass ich kein einziges bisschen Medipack bekommen habe, oder? Ist das doch nicht mehr normal. Ich habe jetzt fast den ganzen Level gespielt und habe irgendwie zwei Medipacks bekommen oder so. Ja, okay. Ich schaff das jetzt noch. Ah, einmal drumrum. Festhalten, okay. Warum sind wir jetzt eigentlich hier? Wir haben diesen Schlüssel. Und wo muss der hin? Oben ist ja auch nichts. Da ist der Hebel, aber... Was kann ich mir, was der nochmal genau macht? Nix. Aber ich muss doch eigentlich nur hier hinkommen, oder? Ich muss doch hier runterkommen. Also muss ich eigentlich doch... Aber ich komme doch mit dem Loch ohnehin hier einfach nur hier runter. Ich verstehe nicht, was hier jetzt so Besonderes ist. War
das hier? Nee, genau, hier war auch zu. Es ist zu spät, ich check's nicht mehr. Ich weiß es nicht. Okay, Spiel ist abgestürzt, es will nicht mehr, ich kann irgendwie nichts mehr machen, ihr seht hier nichts, was ich noch drücke, das passiert einfach. Ja, okay, das war's, fuck yourself, Lara Croft, go fuck yourself. Das war's jetzt, ich höre jetzt auf, weil es mich auch wirklich jetzt fängt es wirklich an mich zu nerven, weil das einfach ein ganz miserables Sprunggefühl ist im Spiel. Also guckt es euch an. Es macht wirklich Bock, aber man kann es auch nicht zu lang spielen. Dann macht es irgendwann überhaupt keinen Bock mehr und an dem Punkt bin ich jetzt. Ich werde hier vielleicht nochmal irgendwann weiterspielen. Ich weiß es nicht. Ich werde als nächstes den dritten Teil anspielen. Ich mache es wirklich von den Klicks abhängig. Den ersten werde ich weiterspielen, weil das so viele gucken wollten. Beim zweiten weiß ich noch nicht. Wenn ihr das gucken wollt, dann werde ich das auch weiterspielen, weil ich finde es ja eigentlich ganz schön. Aber ich werde trotzdem als nächstes erstmal den dritten machen. Ich weiß immer noch nicht, was jetzt eigentlich genau schiefgelaufen ist. Ich merke mir nur, ich muss wohl irgendwie hinter den Kamin. Wahrscheinlich ist dann da noch irgendwas, wo ich dann diesen Schlüssel benutzen kann. Und dann geht diese extra zweite Tür auf da und dann kann ich vielleicht schon raus. Wer weiß es schon? So. Danke, Leute. Das war nice. Jetzt ist es 5 Uhr morgens. Wir haben jetzt noch mal knapp 3 Stunden uns ein bisschen durch Tomb Raider 2 gekämpft und es hat mir große Freude gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, aufregend ist immer, aber mit ein bisschen Pausen zwischendurch habt ihr da 30 Stunden Unterhaltung für einen guten Preis. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mit euch eine Runde Tomb Raider spiele. Dann, wie gesagt, der dritte Teil. Und ja, schreibt doch gerne mal rein, wenn ihr es als Video seht, wie es euch gefällt, was eure Erinnerungen sind so an Tomb Raider, wie ihr den zweiten Teil in Relation zum ersten findet, was ihr vom Level-Design haltet, ob ich irgendwas auch grundlegend falsch mache beim Springen vielleicht, was ihr von der neuen Steuerung haltet. All das könnt ihr gerne mal machen und ihr könnt aber auch, und damit raide ich gleich die Leute rüber, ihr könnt aber auch einfach gerne mal bei mir ein Abo hinterlassen und Montauk auch ein Abo hinterlassen und auf meinem Insta-Kanal ein Abo hinterlassen, einen Daumen hoch und ein Abo hinterlassen, wäre auch nicht schlecht. Das alles könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ich hab euch trotzdem lieb und wickel euch in den Schlaf wie eine fette Made jeden Abend. Bis dann. Da gehen sie rüber zu Sushi Dragon und lassen sich nochmal richtig beäumeln. Alter, was da schon wieder abgeht. Naja, okay, das war's jetzt mit Teil 2. Alles habe ich schon gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Morgen, wann immer ihr es guckt. Danke, dass ihr das so zahlreich guckt und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dann.